Und damit willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Ja, es geht weiter hier am Castle der Magmatiefen. Ja. 15 brauchen wir. 17 haben wir. Ja. Ich habe Angst, dass ich es nicht hinkriege, weil... Ja, es ist schwierig. Na, Palast in den Magmatiefen. Schwierig. Schwierig. Ihr wisst Bescheid. Ja. Ja, das ist wieder eine komplette Spontanaufnahme. Ich nehme das hier gerade am Montagabend auf. Und ja, ich mache die Aufnahme kurz fertig. Danke dafür. Ich mache die Aufnahme hier schnell fertig. Oh, warte, warte, warte. Also, wie gesagt. Genau, so was geplant. Ich mache die Aufnahme jetzt schnell fertig und dann... Ja, schnell schneiden, rendern, hochladen werde ich heute nicht schaffen. Das werde ich dann wahrscheinlich morgen machen, wenn ihr den Part hier seht. Und ja, warum nimmst du denn nicht morgen auf? Ja, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Schulzeug zu erledigen. Aua. Ah, schade. Ja gut, also ich muss tatsächlich noch so ein Projekt fertig machen und... Oder dauert noch so ein bisschen, weil ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ja, weil in dem Moment, wo wir gesprochen haben, was alles rein sollte, hatte ich einen Termin bei der Berufsberatung wegen meinem Schülerpraktikum. Ja, das war jetzt am Ende retrospektiv betrachtet nicht so töfte. Dann würde ich mal sagen. Und Halbzeit erreicht. Ja, und da oben war so ein Mario-Männchen-Block. Aber egal. Dafür bekomme ich hier so... So ein Daher. So, Toad, 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 Toad. Ja, neuch. Also das Thema sind Zellen. Da sollten wir so ein Zellmodell basteln. Wisst ihr, was das Gute ist? Ich habe tatsächlich mal vor ein paar Jahren für meinen Bruder eins basteln müssen. Da hat er mir so kommen. Damals habe ich das für ihn gebastelt. Jetzt kann ich das doch für mich benutzen. Also ja, das ist dann so mein Plan. Ich habe es gebastelt, jetzt benutze ich das. Aua. So, lass mich bitte leben. Ich möchte leben. Haha, und tschüss mal. Aua, oh nö, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh nö. Ja, auf jeden Fall, das Modell habe ich ja schon und da werde ich mich morgen mal informieren, was ich da alles so schriftlich reinmachen muss. Es ging ums Mikroskopieren halt von Zellen. Das Zellmodell habe ich, die Mikroskopiersachen habe ich abfotografiert, die sollen wir irgendwie zeichnen oder so. Keine Ahnung, soll ich jetzt eine Zwiebelhaut zeichnen? Es ist allseits bekannt, ich kann nicht zeichnen. Wenn ich eins nicht kann, dann ist es zeichnen. Aber dieses richtige Item zu kriegen, das kann ich. Das ist so... So ein, ja, Glückstreffer. Könnte man schon fast sagen, aber... Ja, jetzt erstmal ihr Bosskampf angesagt gegen hier den kleinen Pisserler. Ey, ich habe jetzt keine Lust mehr, mit euch zu spielen. Das ist nämlich langweilig. Papas großes, böses Wunder ist viel aufregender. Darum lasse ich nicht zu, dass ihr ihm in die Quere kommt. Jo. Ich kann hier oben stehen, ich bin... Oh, krass, würde ich mal. War klar, dass er irgendwie sowas macht. So, und jetzt einmal hier auf sein Dötz hopfen. Hopsen. Nicht hopfen, das ist in der Getreide oder so. Keine Ahnung, wie ich mich aus. Das Thema haben wir erst noch in der Schule. Baumjunge! Krass! Nö, jetzt gibt's drei von denen. Scheiße. Scheißen Dreck! Okay, jetzt mal hier schön ausweichen, du weißt Bescheid. Oh nö! Oh nö. Das war ein Glückstreffer. Okay, er ist noch nicht besiegt. Alles gleich, ich wollte schon sagen.
Der Dude ist ja... Oh, oh nö, der ist schwer. Und da geht er down. Ja, doch noch geschafft. Ich bin gut. Yay. Applaus. Ich abonniere und gebe einen Daumen hoch. Ja. Okay. Lassen wir das. Das ist, wie die Jugend von heute sagen würde, cringe. Aber fick die Jugend von heute. Gib her den Königssamen. So, jetzt kommt... Habt ihr eigentlich das Meme gesehen, das ich bei Insta gepostet habe mit Prinz Florian, dieses Dinkelberg-Meme? So, baller da rein, der Teil, und steh wieder als Held da. So, mach ihn, Junge. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Yay. Und so befreiten Mario. Und niemand anderes, die Magmatiefen. Alle Königssamen gehören nun Mario. Und bald stellt er sich der letzten Herausforderung seines Abenteuers. Wird es Mario gelingen, Bowsers finstere Pläne zu vereiteln? Ja, auf jeden. Kann er das Blumenkönigreich und die ganze Welt retten? Ja, das wird er. Hotheads. Lol. Apropos Hotheads, mein PC zeigt gerade an, ist Nähe beim Rekord. Nach oben steigen. Oh nö, es wird warm. Ich hasse Hitze. Ja. Zeit, dass wir zu den Blüteninseln zurückkehren. Hier ist es furchtbar heiß. Endlich spricht er mal wahre Worte. Gib acht, dass du dich auf dem Weg zurück nirgendwo verbrennst. Ach, keine Sorge, euch wird nichts passieren, eure Majestät. Mario ist ja ihr lebender Schutzschild. So, zurück da. So. Wusch. Blüteninsel. Haha. So, Königssamen, macht ein Königssamen, Wunder, Dings da, Bums, weiß Bescheid. Ja. Bam. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Ich hab's geschafft. Du nicht. Los, wir, ich, müssen zu Bowser, ich muss zu Bowser, du nicht, du bringst nix, sinnlos. Was war denn das? Irgendwas stimmt hier nicht. Dass wir so leicht zu Bowser gekommen, war auch nicht klar, war auch sowas von klar, dass wir so nicht, dass wir so leicht zu Bowser, ach, vergiss es, mein Sprachzentrum. Zu spät. Meine Vorbereitungen für den riesigen... Nein, das gigantische Wunder sind bereits abgeschlossen. Na, seid ihr gespannt, was auf euch zukommt? Nö. Ich gebe euch einen kleinen Vorgeschmack. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich so großzügig bin. Ihr müsst nur den Mut aufbringen, zu meinem Schloss zu kommen. Ja, gut, ne? Na, damit habe ich nicht gerechnet. Ich schon. Mir gefällt nicht, wie sicher Bowser sich seiner Sache ist, als wäre es schon zu spät, um ihn aufzuhalten. Aber ich wette, es ist noch möglich auf zum Schloss. Also, ja, der Satz ergibt sich nicht, war kurz verwirrt. Ja, die Frage ist, das werden wir auf keinen Fall in diesem Part schaffen, aber... ich werde es mal versuchen und wenn doch, dann bin ich krass. Weiß Bescheid. Yo. Und dann haben wir einen langen Part. Du musst dann lange rennen. Oh, es kommt doch noch eine... War ja klar. War klar. Das Blumenschloss. Bowser hat es noch monströser verzerrt, als ich befürchtet hatte. Sieh an, wer da ist. Ihr müsst ja wirklich gespannt sein
auf das gigantische, nein, das epische Wunder, das ich vorbereite. Er steigert sich auch immer wieder mit der Bezeichnung seines Wunders. Etwas gedulden müsst ihr euch noch, allerdings noch. Perfektion braucht Zeit. Wie wäre es, wenn ihr euch bis dahin mit dem Vorprogramm amüsiert, das meine Arme vorbereitet hat, Das ist dann also euer Einsatz, Torpedo-Kugel Willis. Zeigt ihnen, wie böse eine gute Show werden kann. Lolololol. Ja, gut, dann machen wir hier mal ein erstes Level. Das wird bestimmt voll schwer und so, ne? Ab jetzt wird's deutlich gefährlicher werden, stimmt's? Oh nein, dem König könnte ja noch was passieren, wenn Mario nicht wäre, um ihn zu schützen. Oh nein. Aber wir können nicht einfach weglaufen. Also ich schon, denn ich bin Prinz Florian. Mario, mach mal, und ich streichle die Lorbeeren ein. Egal, was Bowser uns in den Weg schleudert, wir, also du, werden es meistern. Halten wir ihn auf. Für ein und alle Mal, keine Ahnung. So. Torpedo-Kugel will ich zum Anflug. Ja, wenn ich noch mal, dann erzähl ich mal so ein bisschen von meinem Tag, ne? Also heute hatte ich wieder Schule, 7 Stunden, war ich dann der eine Bus fällt jetzt aus, damit ich auch noch nach Hause komme und nicht 2 Stunden nach Schule dann noch hocken muss und warte, habe ich dann mal ganz nett meine Politiklehrerin gefragt, ob ich früher gehen kann. Sie so, ja, kennt sich doch eh aus, alles gut, kein Ding für den King. Und ich so, ja, danke. Ich hatte kurz Hoffnung, dass das so drin ist. Ich hatte auch kurz Hoffnung, da wäre Boden. Egal. Also auf jeden Fall, ja. Habe ich dann gefragt, dann durfte ich gehen, dann bin ich halt auch früher gegangen und marschiere gerade so los Richtung... Scheiß Kugel-Willi-Torpedos. Lass mich meine Geschichte erzählen und nicht sterben. Das wäre nett. Danke, aber ey, letzte Welt. Das darf ruhig schwierig sein. Nee, also, ja. So. Geht doch. Also bin ich da hingelaufen und denke mir so, oh nö, das denke ich mir nicht. Das denke ich mir nur hier. Denke ich mir so, ja, bla bla bla. Okay, ich sehe den Bus. Ich bin noch gerade so letzte Minute da angekommen. Ich werde zwar keinen Sitzplatz kriegen, aber... Ey, juckt nicht. An der Stelle so gesehen... Und ja, da will ich gerade so einsteigen und der Busfahrer so, ja, zeig mir dein Ticket. Und ich so, ja, hier, ich habe Deutschland-Ticket. Und wie ihr eventuell wisst, gab es da bis jetzt immer Probleme so mit der App. Weil die mir irgendwie so einen Code nicht geschickt haben, den ich brauche. Ich glaube, irgendwas. Und deswegen hatte ich immer nur die Auftragsbestätigung. Aber ja, die Busfahrer bis jetzt, also bis auf der, hatten immer Verständnis. Ein paar haben zwar geguckt und so, okay, also nicht seine Schuld, hat das Ticket. Darf mitfahren. Ach, Idiot. Er darf mitfahren, alles gut, aber der denn diesmal so. Nö. Ich so, hä, wieso nicht? Ja, kann doch sein, dass du es gekauft hast und dann direkt wieder gekündigt hast. Da, so geht's nicht, nur Bares. Das war es. Ich so, ja, ich habe kein Geld. Ja, dann kommst du halt auch nicht mit. Und ich so. Sie. Idiot. Ja, und dann erstmal meine Mutter angerufen, weil ich kam nicht nach Hause. Ich hätte jetzt da 2 Stunden. Ich hasse das Level. Ich hätte 2 Stunden jetzt warten können in der Hoffnung, dass bei der nächsten Tour ein anderer Busfahrer dabei ist, aber bei meinem Glück nicht und das wollte ich dann auch nicht. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, dann sind wir erstmal zur Bahn gegurkt und ja, dann Wartezeit. Alles ging ganz schnell. Natürlich kurz bevor ich rankam. Ich hasse es. Ich hasse das Level. Ja, so kurz bevor ich rankam, dann war da natürlich genau vor mir so ein Kunde, der ewig lang gebraucht hat, um irgendwas zu staunieren und umzubuchen. Und die brauchen dafür immer gefühlt ein Millennium. Schwänz. Egal. So. Thank you.
Hallo. Schwanz! Und das nur wegen der... Wisst ihr was, ich sammle die Wunderblume nicht ein. Ich habe auch kein Item mehr. Ich bin pissig. So, gib her das Teil. Ist auf jeden Fall dann alles geregelt und ja, ich war ja schon mal bei der Bahn, mich diesbezüglich zu beschweren. Da hatte ich eine komplett unfreundliche, inkompetente Troller. Oh Gott, dieses Level. Ja, und die konnte mir halt nicht weiterhelfen, aber diesmal hat sie mir weitergeholfen und jetzt klappt auch alles und ja, ich hoffe, wenn ich den Busfahrer nochmal sehe, dann ja, dann läuft alles glatt, wenn nicht, ja, werde ich ihn beleidigen und wahrscheinlich eine Anzeige kassieren, aber in dem Moment ist es mir das wert. Once. So, bis hier bin ich jetzt gekommen, okay. So, Wundersamen habe ich sogar eingesammelt bekommen. Haha, ich stelle mich mal hier drauf. Und ab geht das wilde Abenteuer. Wuhu, Kugelwelle Express. Ja, ich bin jetzt ein paar Mal hier gestorben, aber... ja, passt schon. Oh, wir sind Bowser im Hintergrund, das ist cool. Und Feuerwerk. Ja, yeah, Feuerwerk ist cool. Oh, danke für den Pilz, ne? So, Items gibt es ja auch. Also ja, das ist jetzt doch ein bisschen human. Verdammt, da verkacke ich den Sprung. Aua. Gut, dann... Komm du mal her, ich glaube, du wärst die richtige Wahl für mich. Oh Gott. Ah! Schwanz! Oh Gott, ich hasse die Welt. Und ich muss wieder hier anfangen. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ich könnte schwören, ich hätte zwischendurch nochmal irgendwo was eingesammelt. Ach, wisst ihr was? Stampfattacke. Ich würde dieses Level tatsächlich noch gern beenden in diesem Part, aber irgendwie ist es mir, glaube ich, nicht möglich. Wenn ich dann nachher mal bei YouTube gucke, wie sich hier so jemand durchskillt, da denke ich mir nur so auch so, ja nee, was habe ich jetzt großartig... Das vielleicht habe ich anders gemacht. Ach, Schwanz. Oh Gott, ich guck gerade auf die Uhr. Oh, ich würde echt gern schneiden und rendern gerade in diesem Moment. Aber nö, ich muss hier noch auf die Kugelwillis hopfen. Hopsen. Oh Gott, hopsen. Neue Staffel Paradise PD. Das wäre irgendwie gerade cool, so in dem Moment. Das wird mich freuen. Okay, ich lebe noch. So, den habe ich eingesammelt. Und ab geht die wilde Fahrt. Yay. Da geht's ab hier. Party. Ihr wisst Bescheid. Party. Und ich kratze mich dann mal am Bart. Ne? Ja, mir geht die wilde Fahrt ab, du.
Cool. So, jetzt werde ich hier wieder groß. Oh, da fliegen sie. Wir sehen uns gleich wieder, okay? Kurzer Cut. Eieiei, hier ist der Somni. Aua, und ich bin klein. Scheiße, 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 scheiße. Verfickter Ficky Fick Fick. Fuck! So, da bin ich dann wieder. Ich bin diesmal auch groß und ja, das heißt, wir kriegen hier ein Blubberbläschenblume. Und ja. Jetzt bin ich guter Dinge. So, da war gerade ein kleiner Leck. Ich hoffe, bei dem bleibt es auch in diesem Abschnitt schon wieder. Und ja, jetzt mit hier zwei. Zwei Blubberblasen, Blumen der Blubberblasigkeit. Und einen leckenden Leck der Leckigkeit. Hoffe ich tatsächlich diesen Abschnitt zu schaffen. Ich bin, wie gesagt, guter Dinge. Oder vielleicht doch nicht. Wer weiß das schon. Ich bin halt, oh, wie soll ich sagen, nicht gerade Profi, aber letztendlich habe ich es doch geschafft nach gefühlt 10 Anläufen. Aber hey, ja, passiert, glaube ich. So gut, ich habe das Gefühl, es ist nur noch ein Ziel und ja, ja, prima, ja. Ich war sowieso nicht gut dabei, aber letztendlich habe ich das Level geschafft und das ist doch die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Ja. Jo, tüdelü. So, die Frage der Fragen ist nur jetzt an der Stelle, brauche ich überhaupt die Königssamen in diesem wunderbaren Level? Na, wird euch die Gastfreundschaft meiner Armee gefallen? Nicht höflich waren sie, sie waren nicht höflich. Und das war nur der Anfang. Oh nö. Bei der nächsten Vorstellung wird es so richtig kribbeln. Ihr werdet gerade schockiert sein. Aber genug der Vorrede. Macht euch bereit für ein wahres Blitzgewitter. Hier kommt das Funkeln im Dunkeln. Also das nächste Level, ja. Gut, Zerschmeier hat das bitte weniger Sterne? Nö. Ja, aber ob wir das schaffen, sehen wir aber auch erst im nächsten Part. Also schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, haut rein und ciao!